Das war mein Paradies vor dem 12. Januar 10. Heidi, Sekundärwald aus meinen einstigen Zimmerpflanzen in der Schweiz, fast ein Urwald. 12. Januar 10. Die Erde schüttelte fürchterlich, 300.000 waren tot. In 10 Sekunden, noch mehr, verloren ihre Glieder. Millionen ihr Haus und ihre Lieben. Auch ich habe an diesem Tag mein Paradies verloren. Das Haus am Meer, all meine Schätze, Manuskripte, Filme, Fotos, Antiquitäten, all meine Werke und Kostbarkeiten. Ich war ein lebenslanger Sammler gewesen. Vor allem schmerzte der Verlust meiner Tiere, meiner besten Freundin, der deutschen Schäferhündin Atta, die nachts oft auf mein Türmli stieg, um mit ihren feuchten Näschen zu kontrollieren, ob ich okay sei. Zwei Schleiereulen mit alljährlichen Babys, Kolibris mit ihren Hennennestchen, Riesenschlangen, von denen ich nur Hemden und Kotwürstchen zu sehen pflegte, und andere, alles innerhalb 10 Sekunden Trümmer. Und als der Regen kam, ein Gemisch von Schlamm und Schutt. Aber das Leben, das hatte ich noch, dank dem, dass mich ein ganz besonderer Gott am Vortag in ein anderes Haus geführt hatte, das unbeschadet blieb. Er hatte mich schon mehrmals gerettet aus mehrtägigen Höhleneinschlüssen, 3 Flugzeugabstürzen und mehr. Es blieb mir aber noch das Schreiben, getreu meinem Motto: Schmunzeln bringt Leben, weinen den Tod. Ich bemerkte rasch, wie Schmunzeln hilft, den noch Lebenden und mir selbst. Meine neue Lebensaufgabe ist es, den anderen Schmunzeln zu schenken.